Ausgabe von Stammbrot Milan fliegt online. Das ist unser neues Projekt für Online-Gruppenstunden, damit wir auch in der Zeit während Corona, in der wir uns ja leider nicht treffen können, gemeinsam etwas tun können. Apropos etwas tun können. Zusätzlich nimmt unser Stamm an dem Projekt Füreinander Nachbarschaftshilfe teil. Dabei geht es darum, dass fitte Menschen Menschen aus der Risikogruppe helfen, ihre alltäglichen Dinge trotzdem zu bewältigen, wie zum Beispiel einkaufen zu gehen. Dazu müssen natürlich erstmal die fitten Menschen mit den Menschen aus der Risikogruppe vernetzt werden. Und dafür gibt es Füreinander Nachbarschaftshilfe. Im letzten digitalen Stammesrundbrief gibt es einige Informationen dazu und auch ein Anmeldeformular, damit ihr auch helfen könnt. Kommen wir aber zu heute. Erstmal hi, ich bin Zefka, Mitglied in der Runde Samar und auch ein Teil der Sippenführung von der Sippe Eisvogel. Wir wollen heute etwas zusammen abschalten und ein bisschen entspannen, und zwar indem wir Mandalas malen. Aber nicht einfach nur irgendwelche Mandalas zum Ausmalen. Wir wollen Mandalas selbst gestalten. Davon gibt es zwei Varianten. Einmal gibt es diese Variante hier mit recht einfachen Formen, die dann bunt ausgemalt werden kann. Und zum anderen gibt es diese Variante hier. Die ist nur zweifarbig, aber dafür mit mehr Details und auch etwas komplizierter. Was ihr dafür braucht, solltet ihr alles zu Hause haben. Papier. Entweder kariert, das ist einfacher mit den ganzen Hilfslinien, oder halt komplett weiß, was natürlich schöner ist, weil die ganzen Hilfslinien eben nicht zu sehen sind. Außerdem braucht ihr einen spitzen Bleistift, am besten einen Anspitzer und einen Radiergummi. Es sei denn, ihr seid richtig gut, aber also ich brauche eins. Außerdem braucht ihr ein Lineal, am besten ein Geodreieck. Wenn ihr habt, könnt ihr gut einen Zirkel benutzen. Und ansonsten braucht ihr ganz viele runde Sachen. Für die Umrandung noch einen schwarzen Stift mit dünner Spitze. Und falls ihr euer Mandala bunt machen wollt, ganz viele bunte Stifte. Damit unser Mandala auch schön gleichmäßig wird und wir schon vorher ein bisschen eine Hilfestellung haben, müssen wir uns als allererstes einen Mittelpunkt suchen. Der kann überall auf dem Blatt sein. Ich setze meinen jetzt einfach mal hier hin. Um diesen Mittelpunkt herum setzen wir jetzt Kreise in unterschiedlichen Größen, die möglichst den Mittelpunkt in der Mitte haben. Dafür fangen wir mit unserem kleinsten Gegenstand an und setzen ihn so an, dass möglichst alle Seiten gleich weit vom Mittelpunkt entfernt sind, beziehungsweise den gleichen Abstand zu den äußeren Linien der Karos haben. Je nachdem, woran wir uns orientieren. Das sieht einigermaßen mittig aus. Das heißt, es folgt der nächste größere Gegenstand. Von diesem Gegenstand können wir jetzt sogar noch die äußere Linie benutzen, da sie auch ein Kreis ist. Für mein Mandala wird jetzt das hier der letzte Kreis sein, aber ihr könnt euer Mandala natürlich so groß oder so klein machen, wie ihr gerne möchtet. Mit den Kreisen sind wir fertig, aber wir zeichnen jetzt auch noch ein paar Linien in diese Kreise rein, um uns noch mehr Hilfestellung zu geben. Da fangen wir erstmal mit einer vertikalen Linie direkt durch den Mittelpunkt an, also von oben nach unten, direkt in der Mitte. Dann machen wir noch eine horizontale Linie, also auch genau durch den Mittelpunkt, aber von links nach rechts. Damit haben wir den Kreis schon in 4 verschiedene Teile geteilt, aber noch einfacher ist es, wenn wir ihn in 8 verschiedene Teile teilen. Und deshalb ziehen wir hier jetzt noch 2 Diagonalen rein. Die sollten möglichst mittig zwischen der vertikalen und der horizontalen Linie sein. Und dafür könnt ihr natürlich einen 45-Grad-Winkel abmessen. Der wäre dann 45 hier. Dann einfach eine Linie ziehen durch den Mittelpunkt. Oder ihr könntet euch auch an den Kästchen orientieren. Ich werde es jetzt mit dem 45-Grad-Winkel machen. Wenn ihr euch an den Kästchen orientieren wollt,
müsst ihr einfach nur die äußeren Ecken der Kästchen mit dem Geodreieck verbinden, sodass es eine Linie ergibt und dann einen Strich ziehen. Jetzt haben wir hier ein paar Orientierungslinien geschaffen, die uns helfen können, unser Mandala möglichst gleichmäßig zu gestalten. Allerdings sind es auf keinen Fall Grenzen oder Einschränkungen, also sie können auch jederzeit überschritten werden. Sie sollen nur zur Unterstützung da sein. Tja, jetzt ist die Frage, wie fängt man mit einem Mandala an? Und da finde ich, es hilft ganz gut, wenn man sich einmal vor Augen führt, aus was für Form ein Mandala alles bestehen kann. Zum Beispiel gibt es ganz einfach die Kreise. Wenn es Kreise gibt, gibt es auch Halbkreise. Dann gibt es noch Dreiecke. Wenn es Dreiecke gibt, gibt es auch Vierecke. Es gibt so süße Zwiebeltürmchen, die sind unten so ein bisschen breiter, haben aber oben eine Spitze. Dann gibt es noch ganz klassisch Herzchen oder Sternchen. Und es gibt noch ganz viele tolle Formen, zum Beispiel ein langgezogenes Zwiebeltürmchen oder halt alles, was euch einfällt. Also da könnt ihr wirklich wundervoll kreativ werden. So, da wir jetzt unsere Form haben, an denen wir uns orientieren können, kann es ja losgehen. Ich mache es immer ganz gerne so, dass ich mich an den Kreislinien orientiere. Und zwar male ich einmal Muster auf die innere Seite und einmal auf die äußere Seite. So ergibt sich dann ein ganz schönes und ausgefülltes Mandala-Bild. Also fangen wir mal an. Dann fange ich in der Mitte einfach mal an, indem ich hier in jedes Achtel kleine Halbkreise setze, damit wir einfach einen Anfang haben, von dem wir ausgehen können. So, jetzt sieht die Mitte ja noch relativ leer aus, deshalb setze ich da jetzt einfach mal ein Viereck rein. Vielleicht sieht das ja ganz gut aus. Ich versuche immer einen Ausgleich zwischen runden und eckigen Formen in meinen Mandalas zu haben. Und da wir jetzt hier an der Innenseite des ersten Kreises eine runde Form haben, würde ich jetzt an die äußere Seite des ersten Kreisrings eine eckige Form setzen. Zum Beispiel die Vierecke. Dann setze ich einfach erstmal ein Viereck. Aber wenn man jetzt nur Vierecke setzen würde, dann wird es ein bisschen komisch aussehen, deshalb setze ich jetzt einfach Zwiebeltürmchen zwischen die Vierecke. Also immer abwechselnd ein Viereck und ein Zwiebeltürmchen. Und ich empfehle euch auch, das Blatt zu drehen, weil ihr dann einen besseren Schwung in der Hand habt, weil die Hand dann den Schwung aus der gleichen Richtung immer macht. Dann ist jetzt die Innenseite des zweiten Kreisrings dran mit Befüllen und ich werde einfach mal Dreiecke dahinsetzen. Diesmal werde ich sie allerdings nicht so in ein Achtelstück setzen, weil es ja viel zu groß ist, sondern ich werde sie hier so sozusagen auf Lücke mit den anderen Formen setzen und zwischen die größeren Dreiecke kommen kleinere. Jetzt sieht dieser ganze Kreisring ja ein bisschen kantig und eckig aus. Deshalb würde ich jetzt noch versuchen, mit Halbkreisen ein bisschen mehr Rundung reinzubringen. Und diese Halbkreise setze ich einfach über die kleineren Dreiecke. Kommen wir also nun zur äußeren Seite des zweiten Kreisrings. Und da entscheide ich mich jetzt, da wir hier sowohl Dreiecke als auch Halbkreise haben, mal für eine andere Form. Und zwar versuche ich es mal mit diesen etwas länger gezogenen Blättern. Mal gucken, wie das aussieht.
Damit das Ganze jetzt nicht so leer aussieht, setze ich jetzt noch kleine Dreiecke hier in diese blätterförmigen Formen rein. Dieses Muster nimmt hier jetzt schon recht viel Platz ein, deshalb würde ich jetzt an die Innenseite des dritten Kreisrings eher etwas kleinere Formen setzen, zum Beispiel Kreise. Damit die Kreise nicht so eintönig aussehen, habe ich jetzt jeweils an diesen Diagonalen noch etwas größere Kreise angesetzt, damit es einfach ein bisschen mehr Variabilität gibt. Natürlich können sich die Formen auch gerne wiederholen, deshalb würde ich jetzt an die äußere Seite des dritten Kreisrings wieder Halbkreise setzen. Meine Halbkreise werden jetzt recht groß, damit ich mehr Detail einbringen kann, denn je weiter ihr nach außen kommt, desto mehr Platz habt ihr, um die Form größer zu machen. Und desto besser könnt ihr auch verschiedene kleine Details noch mit einbringen. Die Halbkreise sind jetzt auf keinen Fall gleichmäßig, die sind unterschiedlich groß, aber das macht mir persönlich jetzt nichts. Also ihr könnt das natürlich auch noch ändern, wenn ihr möchtet. Zum Beispiel könnte ich den hier jetzt ein bisschen größer machen, indem ich einfach hier drüber zeichne. Oder ihr könntet es halt einfach wegradieren. Aber mir persönlich macht das nichts. Ich finde, die sind so gleichmäßig genug. Natürlich sieht es schön aus, wenn es super gleichmäßig ist, das ist aber einfach nicht menschenmöglich. In diesen Halbkreisen ist ja jetzt noch ziemlich viel Platz, deshalb würde ich da jetzt einfach anfangen, andere Formen reinzusetzen. Und zwar erstmal ganz einfach ein Dreieck. Da gehe ich von der Mitte aus und ziehe es einfach nach unten. Und um noch mehr Detail hinzuzufügen, werde ich jetzt auf die Linie der Halbkreise nochmal ganz viele kleine Dreiecke setzen. Da wir jetzt hier ziemlich viele Dreiecke und auch Halbkreise verwendet haben, würde ich an die innere Linie des äußersten Kreisrings nun eine andere Form setzen, zum Beispiel Zwiebeltürme. Tja, jetzt ist wieder in den Zwiebeltürmchen ganz viel Platz und wir können eine weitere Form hinzufügen. Und eine Form, die wir in diesem Gebilde noch nicht haben, ist ein Viereck. Deshalb fange ich da jetzt einfach an, Vierecke reinzusetzen. Und um noch diesen großen weißen Zwischenraum zwischen den beiden Mustern zu füllen, setze ich über die Zwiebeltürmchenspitzen kleine Kreise. Den äußersten Rand vom Mandala könnt ihr jetzt natürlich einfach so lassen, aber ich mag es ganz gerne, da nochmal kleine Muster ranzusetzen, um den Ganzen noch ein bisschen Leben einzuhauchen. Und hier werde ich jetzt einfach ein paar kleine Dreiecke hinsetzen. Damit das ganze Mandala jetzt nicht so einen kantigen Abschluss hat, fange ich jetzt an, über die Dreiecke Kreise zu setzen, darüber einen etwas größeren Punkt, dann darüber einen kleinen Punkt. Und das reihum ergibt auch nochmal einen ganz schönen Effekt. Das ist für mich jetzt erstmal genug an Detail und ich bin damit sehr zufrieden. Generell könnt ihr natürlich selbst entscheiden, wie viel oder wie wenig Detail ihr haben wollt. Für Mandalas mit bunten Farben würde ich empfehlen, eher weniger Detail zu machen und eher klare Form zu haben und dann eben mit den Farben Kontrast zu schaffen. Aber für ein zweifarbiges eignen sich viele Details sehr gut und es sieht auch sehr schön aus. Natürlich könnt ihr bei Mandala malen so kreativ werden, wie ihr möchtet, aber hier nochmal die Basics, wie ihr verschiedene Formen miteinander kombinieren könnt. Zum Beispiel könnt ihr eine Form in eine andere Form reinzeichnen. In etwa so. Oder ihr könnt die Form in die Zwischenräume der anderen Form setzen. In etwa so. Ihr könnt auch eine zweite Form über eine andere Form setzen, zum Beispiel so.
könnt die zwei Formen abwechselnd malen. Das nur nochmal als Orientierungshilfe. Kommen wir jetzt zum nächsten Schritt, und zwar unsere Form mit einem schwarzen Stift zu umranden, sodass wir auch klare Kanten haben und nicht so wischiwaschi Bleistiftlinien. Dabei lasse ich diese geraden Hilfslinien weg, also die beiden Diagonalen, die horizontale und die vertikale, die wir eingezeichnet haben. Aber die Kreisringe zeichne ich mit ein. Das ist manchmal ein bisschen tricky, das mit dem Schwarz zu schaffen, da man es ja auch nicht wegradieren kann. Aber mit ein bisschen Geduld kriegt man das schon hin. Ich fange dann einfach an, indem ich erstmal die Kreislinie nachzeichne. Und dann die Muster hinzufüge. Also hier drinnen die Halbkreise. Und natürlich das Viereck nicht vergessen. Mit dem schwarzen Stift fahre ich jetzt die Umrandung unserer Muster nach, damit die schön herausstechen. Das ist auch immer eine ganz gute Möglichkeit, um kleinere Unregelmäßigkeiten zu korrigieren. Ich glaube, das Nachfahren der Linie ist jetzt nicht besonders spannend, deshalb werde ich das mal eben machen und dann hören wir uns gleich wieder. Jetzt, wo alle Formen nachgezogen sind, fange ich an, den Bleistift vorsichtig wegzuradieren, damit der schwarze Stift nicht quasi durchsichtig wird. Wenn die Farbe sich jetzt an ein paar Stellen gelöst hat, ist das gar nicht schlimm. Das könnt ihr einfach wieder nachzeichnen oder halt auch nicht. Ist dann auch nicht dramatisch. Von hier aus könnt ihr jetzt anfangen, es bunt anzumalen. Dann würde es vielleicht so in der Art aussehen. Aber ich glaube, das könnt ihr selber da mit Farbe rumexperimentieren und da was ganz Schönes schaffen. Deshalb will ich euch heute eher zeigen, wie ich so eine zweifarbige Variante mache. Bei dieser zweifarbigen Variante geht es darum, Kontraste zu schaffen. Und das kann man eben, indem man mit Dunkel- und Helltönen arbeitet. Natürlich gibt es die Möglichkeit, einfach eine Fläche komplett schwarz zu machen. Oder sie einfach weiß zu lassen. Aber um ein Zwischending zu schaffen, könnt ihr auch ganz viele andere Dinge reinmachen. Zum Beispiel könnt ihr einfach eine Fläche mit Punkten ausfüllen. Dann ist sie zwar hell, aber nicht komplett hell. Oder ihr könnt alle möglichen Streifen hinzufügen, die euch einfallen. Zum Beispiel vertikale Streifen oder horizontale Streifen. Natürlich auch diagonale Streifen in beide Richtungen natürlich. Und diese verschiedenen Streifen könnt ihr auch super gut miteinander kombinieren, sodass dann zum Beispiel die Diagonalen übereinander liegen und es dann so ein kleines Karo-Muster ergibt. Natürlich könnt ihr auch horizontale und vertikale Linien miteinander kombinieren und dann kommt sozusagen ein ganz klassisches kariertes Muster raus. Aber als allererstes können wir natürlich noch Kleinigkeiten anpassen, die uns in dem Mandala noch nicht gefallen. Zum Beispiel ist mir jetzt diese Fläche hier noch viel zu weiß. Das heißt, ich muss da jetzt etwas reinmachen, damit sie ein bisschen mehr ausgefüllt ist. Da werde ich jetzt hier oben zwischen diese blätterförmigen Formen so kleine Dreiecke mit der Spitze nach unten setzen. Dann sieht es hier schon mal voller aus. Aber ich möchte auch noch zwischen diese Kreise hier einfach nur kleine Punkte setzen.
Außerdem sieht mir dieses Muster noch ein bisschen zu kantig aus, deshalb werde ich in diese großen Dreiecke, die wir vorhin gemalt haben, jetzt noch Halbkreise setzen. Los geht's mit dem Kontraste schaffen. Ich fange immer ganz gerne in der Mitte an und arbeite mich nach außen und versuche immer ein Gleichgewicht zu halten von hell zu dunkel, damit es fürs Auge angenehm ist und es nicht zu dunkel oder zu hell wirkt. Dabei muss ich aber gestehen, male ich nicht so gerne die ganzen Flächen, auf denen die Muster liegen, aus, weil es einfach super anstrengend ist. Deshalb konzentriert sich mein Kontrastschaffen eher auf die Form an sich. Fangen wir also an, indem ich hier in der Mitte, in dieses Viereck, was wir haben, diagonale Linien mache, die sich überkreuzen, sodass wir schon mal ein bisschen Tiefe geschaffen haben. Dann male ich noch die Halbkreise hier drinnen schwarz aus. Obwohl wir hier in der nächsten Reihe zwei verschiedene Formen haben, möchte ich nicht die Kontraste darin auch verschieden halten. Und deshalb fülle ich einfach sowohl die Vierecke als auch die Zwiebeltürmchen mit ein paar Punkten aus. Für diese Reihe möchte ich die kleineren der Dreiecke und auch die Halbkreise, die wir noch in die großen Dreiecke gelegt haben, schwarz ausmalen. Hier ist es mir alles noch ein bisschen zu hell, deshalb werde ich jetzt noch ein paar horizontale und vertikale Striche einfügen. Allerdings werde ich die nicht kombinieren, sondern die Dreiecke bekommen die vertikalen Striche und die Halbkreise bekommen die horizontalen. So entsteht dann ein toller Kontrast mit verschiedenen Varianten. Dabei ist es wichtig, darauf zu achten, dass das Gesamtbild nicht allzu dunkel wird. Also bei mir ist es jetzt schon grenzwertig. Aber das können wir wieder ausgleichen, indem wir einfach im nächsten Ring ganz viel Helligkeit lassen. Deshalb werde ich jetzt auch nur die Dreiecke hier unten in den blätterförmigen Mustern und die Dreiecke hier in den Zwischenräumen ausfüllen. Ich möchte diesen Ring zwar sehr hell halten als Ausgleich für den dunklen Ring hier, aber so hell dann auch wieder nicht. Deshalb werde ich jetzt anfangen, die großen Kreise hier komplett schwarz auszumalen und in die kleinen Kreise jeweils, naja, möglichst mittig einen schwarzen Punkt zu setzen. Dann sind sie zwar fast ausgefüllt, aber eben nicht ganz. Ich werde jetzt einfach noch unter die Dreiecke kleine Punkte setzen, um noch ein bisschen mehr Leben in das Mandala zu bringen. Für diese Reihe habe ich mir überlegt, dass die Dreiecke hier oben drauf viel zu klein sind, um da irgendwelche Muster reinzumachen. Deshalb werde ich sie einfach schwarz ausfüllen. Aber dafür werden die größeren Dreiecke hier drinnen mit Punkten ausgefüllt werden. Da das hier jetzt noch recht hell aussieht und wir eine große Hintergrundfläche haben, die ich nicht schwarz machen möchte, werde ich jetzt recht viel recht dunkel machen. Und zwar zum Beispiel diese großen Punkte hier in der Mitte werden alle komplett schwarz werden. Und ich werde auch die Zwiebeltürme komplett schwarz anmalen und halt die Vierecke da drinnen aussparen. So, das ist doch eine ganz gute Balance zwischen Helligkeit und Dunkelheit. Damit wären wir jetzt auch bei unserem letzten Ring angelangt. Und damit der nicht ganz so hell ist, fange ich an, hier horizontale Linien in die kleinen Dreiecke zu setzen. Aber nicht zu viele. Also erstmal nur zwei.
Tada! Da haben wir mein finales Ergebnis. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Kreieren und Kreativwerden. Und eure Ergebnisse könnt ihr uns sehr gerne an dieser E-Mail-Adresse pfadfinder.bruchhausenfilsen@gmail.com senden. Gerne könnt ihr auch dazu schreiben, ob wir eure Ergebnisse im nächsten Video einmal kurz zeigen dürfen oder nicht. Ich freue mich auf die Mandalas von euch. Falls ihr Interesse an unserem Projekt Füreinander Nachbarschaftshilfe habt, schaut gerne nochmal in dem letzten Stammesrundbrief und tragt euch in das Anmeldeformular ein. Ansonsten sind unten noch die Facebook-Seite, unsere Instagram-Seite und unsere Website verlinkt, wo ihr uns auch finden könnt. Und schaut auch gerne bei den Leviathanen auf dem Kanal vorbei, wo es noch einige andere Online-Gruppenstunden gibt. Dann würde ich sagen, bis zur nächsten Ausgabe von Stammrot Milan klickt online. Bleibt gesund, gut Jagd, gut Pfad, allzeit bereit und seid wach.